Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Demon's Souls. In der letzten Episode haben wir uns jetzt eigentlich mehr oder weniger um das ganze fünfte Gebiet von Boletaria gekümmert und ja, hier sitzt dann noch unser guter alter Freund, der Boletarianer. But I fear you may not be ready. Wenn du das sagst. The king is defended by the black souls of mighty knights and a fire-breathing dragon. Das haben wir alles schon erledigt. They defeated even myself. That's how I ended up in the dungeon. Ich hätte früher mit ihm reden sollen. Aware of the limits of your own power. Okay, ja, aber das haben wir alles erledigt. Der Drache ist besiegt. Die schwarzen Seelen seiner besten Ritter sind besiegt. Aware. Okay, wir können eigentlich jetzt nur noch den Endboss killen. Und eben eine kleine Nebensache noch. Zu der großen Drachendämonenseele. Diese hat keinen Zweck, außer dass wir sie benutzen können für einen Haufen Seelen. Es gibt keine Waffe oder Zauber oder sonst irgendwas, was wir dadurch lernen können. Darum werde ich die jetzt auch einfach mal benutzen. Sind immer 30.000 Seelen. Mit den 20.000, die der Boss sowieso gegeben hat, sind das fast 50.000 Seelen. Also es sind sogar mehr als 50.000 Seelen. Fast 55, Richtung 60 geht's. Also es ist schon, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da ein paar hundert Pfeile reinzudonnern. Und dann reden wir nochmal mit der schwarzen Jungfer, um nochmal ein bisschen weiter zu leveln. Denn wir haben mittlerweile einen Haufen Seelen, die wir in unsere Statuswerte umwandeln können. Und damit habe ich meine Beweglichkeit fast auf 30 bekommen. Super, dadurch geht nämlich meine Stärke von der Waffe noch höher. Damit müsste das Ding mittlerweile schon richtig übertrieben stark sein. Was haben wir? Ja, guckt euch den Bonusschaden auf physischen Angriff an. Das liegt halt an S-Stärke und S-Beweglichkeit. Also das Ding wird immer und immer und immer monströser. Wir haben noch ein paar Items, die wir ablegen können. Vor allem möchte ich den richtigen Ring wieder mitnehmen. Hier habe ich aus Versehen den Ring der kolossalen Stärke abgelegt und den anderen Ring wieder mitgenommen. Das war nicht gewollt, aber es ist nun mal passiert. Jetzt passt aber wieder alles. Wir sind wieder so, wie wir sein sollen. Jetzt rede ich nochmal schnell mit dir, weil du gibst mir noch ein paar schwere Pfeile, wenn wir schon da sind. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Denn wie erwähnt, wir gehen heute den... lass mich mal überlegen. Wie sind wir am schnellsten? Ja, von Phalanx aus. Gehen wir zum Mausoleum. Hier müssen wir natürlich... Wir müssen jetzt umdrehen, weil ich habe natürlich das... ich weiß nicht, ob das wirklich eine Abkürzung war oder nicht, aber es ist eigentlich auch relativ egal. Wie auch immer, wir wollen da lang. Ah, ich habe erwartet, dass du springst. Hat aber nicht. Gehen wir mal hier rein, denn hier gibt es eine Handvoll Gegner. Boah. Au. Hier drin ist meine Waffe natürlich minimaler Nachteil, da ich überall hängen bleibe. Darum würde ich sagen, wir gehen auch tiefer rein. Ah, Terpentin. Wer weiß, ob ich das nochmal brauche. Ja, jetzt ist aber mal gut hier. Ich meine, die Gegner machen keinen Schaden mehr, darum ist es nicht ganz so tragisch. Aber ich möchte jetzt hier nirgends runterfallen, weil ein Sturz von der Treppe hier ist kann nämlich tödlich enden. Wie der hier jetzt nicht demonstriert hat. Ich benutze jetzt mal den Bogen. Denn die sind eh alle relativ schwach. Und ich kann die alle mit meinem Bogen schön ausschalten. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit zu viel Dark Souls 2 gespielt. Da sind die Bogenanimationen um einiges schneller. Da ist es wesentlich einfacher, Gegner damit wegzuballern. Ja, zu Dark Souls 2 gibt es später mehr. Fürs Erste habe ich nach diesem LP keinen weiteren Souls-Run geplant. Und abwechselnd mal was anderes spielen. Denn eben, wir gehen hier aufs Ende zu. Und ich finde es auch sehr cool, dass wir jetzt
so gegen Ende nochmal zurück an den Anfang mussten. Dort muss... Ey, das ist nicht dein Ernst. Warum triffst du den da nicht? Ich meine nicht, dass er Schaden macht, aber trotzdem nervt's. Brandbombe brauche ich eigentlich für gar nichts. Vielleicht kann ich sie dem da um die Ohren zwiebeln. Weil der ist mittlerweile auch kein Problem mehr. Ich meine, guckt euch den Damage an. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Hast du eine Feuerbombe? Okay, das hatte mehr Style, als ich erwartet habe. Nochmal Neumondgas einsammeln. Die 2000 Seelen. Und jetzt können wir den Mausoleumschlüssel machen, benutzen, um hier aufzumachen. Ich sollte definitiv Zweitleben casten. Wenn wir das hinbekommen, kriegt er noch eine Todeswolke ab. Okay, wir haben ihn jetzt schon mal vergiftet, das ist schon mal ein guter Anfang. Denn er wird uns jetzt fordert uns jetzt heraus und passt auf, seine Angriffe sind extrem gefährlich. Allerdings sind wir es auch, von daher. Wir können ihn jetzt eigentlich relativ gut ausschalten. Vor allem, da uns ja das eigentlich eher ein Test ist und keine wirkliche Kill-Herausforderung. Der ist eigentlich... Also hier ist er noch relativ arm. Wir sollen ihn aber ja jetzt im Moment auch nicht killen, sondern unsere Aufgabe ist es, ihn herauszufordern. Ja, das ist natürlich... Er weicht natürlich aus. Aber ich glaube, wenn wir ihm eine Gelegenheit geben, ein bisschen auf uns zuzulaufen, dann wird er nicht weiter auf, ausweichen. Ja, nee, doch. Egal. Lass mal das Gift ein bisschen Wunder wirken. Okay. I am old King Doran, and thou hast proven thine strength to me. Go forth and take the king's sword in thine hand. Und dafür kriegen wir das Königsschwert. Das zu schwer ist. Na toll. Na gut, damit kann ich leben. Dämonenbrand. Ihr seht jetzt, der tickt aber weiter. Das hat was damit zu tun, dass wir den König auch tatsächlich töten können. Der wird, nachdem wir ein paar Mal verkloppt haben, wieder aggressiv. Er geht jetzt auch immer wieder zurück an seinen Ausgangspunkt. Ja. Jetzt müssen wir ihn killen. Und jetzt ist er auch sehr, sehr viel aggressiver. Wir müssen jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, denn er kann uns relativ einfach den Garaus machen mit seiner Waffe. Wir können ihn allerdings dazu bringen, dass er gelegentlich umdreht. Und dann kann ich ihm Backsteps verpassen. Und gleichzeitig lasse ich das Giftwunder wirken an ihm. Seht ihr, bleibt hier hängen. Ich meine, theoretisch kann ich ihn auch mit meiner alten Taktik besiegen, aber das wird jetzt wahrscheinlich etwas gefährlicher. Vor allem, wie ihr gerade seht, er hat mich gerade gekillt. Das heißt, ich versuche jetzt auf Abstand zu kommen, zu heilen. Okay. Wir können ihn eigentlich auch einfach am Gift sterben lassen, aber ich möchte das eigentlich nicht, da das schon ziemlich billig wäre. Das Gift ist nur eine sehr, sehr gute Unterstützung. Ihr seht ja, das tickt ihn runter. Ich kann mich jetzt voll machen. Zweitleben casten. Dann werde ich ihn jetzt verfolgen. Und versuchen noch zu backstabben, solange er noch auf dem Weg zurück ist. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, denn während er hier um die Ecke geht, kann er euch erblicken, wenn ihr hinter ihm seid. Wir warten jetzt bis er in die Kirche rein. Ne, er hat mich jetzt gesehen, glaube ich. Oder geht gar nicht weiter zurück. Dann schießen wir mal an. Der Trick ist wirklich, ich möchte, dass er umdreht, wieder zurückgeht in seine Kapelle, wo ich ihn dann anrennen und backstabben kann. Ihr seht, er geht jetzt zurück in seine Kirche. Wir verfolgen den guten Herrn und backstab. Oder in diesem Fall eher backstab. Wir rennen wieder weg von ihm. Das sollte eigentlich weit genug sein. Sobald ihr das Gift nicht mehr hört, seid ihr auf jeden Fall weit genug weg. Jetzt können wir ihn wieder anrennen und backstabben. Und wie gesagt, der Rest macht das Gift. Weil der dürfte nicht mehr lange leben.
Gift ist weg. Jo, ich glaube, der nächste Backstep dürfte tödlich sein. Wenn ihr nicht schnell genug bei ihm seid, wenn er nämlich sein Ende erreicht, dann dreht er sich wieder um und steht halt wieder hier in seiner Ausgangsposition und wartet drauf. Also den meisten Schaden hat jetzt wahrscheinlich das Gift gemacht, aber das ist nicht so tragisch, darum habe ich es gecastet. Und hier erhalten wir den Ring des ewigen Kriegers und die komplette Rüstung des alten Königs. Die alte Königrüstung hat, soweit ich weiß, einen geringen Stamina-Regenerationseffekt. Da steht nichts dabei, aber soweit ich weiß, hat der einen kleinen Stamina-Regenerationseffekt. Kann nur von Männern getragen werden. Aber der Ring ist relativ interessant, denn der Ring... ich kann ihn... Er ist zu schwer. Nee, Blödsinn, er ist nicht zu schwer, sondern ich bin überladen. Der Ring des alten Königs erlaubt es euch... der gibt euch bessere Stamina-Regeneration. Also das ist auch nochmal ein Ring, der eure Stamina-Regeneration verbessert. Also die ganze Rüstung... Insgesamt verbessert eure Stamina-Regeneration. Ihr habt ja auch bei dem Boss gesehen, dass er so einen kleinen Strichchen-Effekt hatte. Aber wir können jetzt zurück zum Nexus, denn wir sind hier komplett fertig. Alles erledigt. Soweit ich weiß, war das auch ziemlich alles. Ich meine, das Einzige, was mir jetzt fehlt in diesem Playthrough, ist der Freunde-Ring, weil ich den nicht bekommen habe von dem guten Herrn. Ich hätte vielleicht auch mal was ablegen sollen, damit ich nicht mehr ganz überlastet bin. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Haben wir irgendwie hier was ich überhaupt nicht brauche. Ein bisschen Lotus möchte ich bei mir behalten, falls ich irgendwann mal vergiftet werde. Die Tapentin, das könnte nützlich werden beim nächsten Boss. Aber an sich sind wir fertig. An sich können wir uns ums Finale kümmern. Ich lege mal wieder meinen Adhäsionsring an, um meine Ausdauer wieder zu meine Gesundheit wieder zu verbessern. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Level-Up machen kann, aber ich... Haben wir schnell rausgefunden. Wir fehlen 6000 Seelen. Aber eigentlich, theoretisch, können wir zum Endboss gehen. Ich denke mal, wir gehen auch dorthin langsam. Ich werde den Endboss in diesem Part nicht killen. Der Endboss, das Finale sozusagen, gibt es dann beim nächsten Mal. Heute werden wir uns nur bis zum Boss durchkämpfen. Was nicht wirklich schwer ist. Ihr kennt ja die Gegner hier. Die schon mal alle gekillt. Ihr seht schon die erhöhte Beweglichkeit. Ich one-shotte die Gegner hier. Fast zumindest. Wenn ich ihnen in den Kopf schieße, müsste ich sie sogar one-shotten. Wunderbar. Das macht die erhöhte Beweglichkeit, da ich ja meine... die ich auch für den Boss brauche, aber... wunderbar. Der entkommt mir nicht. Ein paar Hartsteinsachen. Ich meine, eigentlich brauche ich das ganze Zeug nicht, aber wie sieht es equipmentmäßig aus? Ich habe genug. Ich habe genug, also ich kann das Zeug alles einsammeln. Hier dasselbe in grün. Ihr seht, wenn ihr ranzoomt, seht ihr den kurz. Oder man sieht es auch, wenn man sehr, sehr aufmerksam ist, leicht. Auch den da. Wie alles einsammeln. Ich bin überladen. Egal. Ist nicht so wichtig. Wie gesagt, das Zeug ist nicht so wertvoll und ich möchte mich jetzt nicht überladen. Ich kann jetzt alle one-shot. Wir haben hier den Ritter hier. Ritter Sport kriegt jetzt auch zu Ritter Mord. Na, hier drin kann ich nicht kämpfen. Eben, das ist halt der Nachteil von der Waffe. Ihr könnt in engen Gefilden nicht kämpfen. Mit einem Speer könnten wir jetzt hier den engen Gang sogar zu unserem Vorteil benutzen. So, was hast du gerade gemacht? Boah! Alter, der Damage. Boah! Wenn er das nochmal macht, sind wir tot. Da hat sich's ausgebrrrt. Wir machen mal voll. Ich überlege gerade, für den Endboss werde ich nämlich auch ein bisschen bessere Heil-Items benutzen. Und zwar nehmen wir das ganze Vollmondgras, was ich besitze. Ich habe ja mehr als genug davon. Brauche ich eigentlich gar nicht. Wir kümmern uns um den hier. Der Assassine ist da. Autsch, autsch. Böse Assassine. Ich meine, ich habe mehr als genug Halbmond- und Vollmondgräser, von daher macht das nichts.
So, hier. Funktioniert eigentlich in 9 von 10 Fällen. Also braucht ihr euch da wirklich keine Sorgen machen. Der Drache ist tot, das heißt, wir müssen jetzt den Typen da natürlich manuell ausschalten. Sollte aber dank verbesserter Bogenfähigkeit kein Problem sein. Und Pfeile haben wir ja mehr als genug. Bei dem das Gleiche. Er ist eh arm. Bedenkt bitte eine Sache noch zu Demon's Souls. Falls ihr gegen den Endboss sterbt, ihr müsst euch da jedes Mal wieder durchkämpfen. Jedes Mal aufs Neue. Also das heißt, die haben euch nicht irgendwie einen Punkt direkt vor den Endboss gestellt, wo ihr ohne größere Probleme, also sprich sozusagen ein Checkpoint in der Kathedrale, damit ihr gleich wieder zum Endboss gehen könnt. Nee. Bei jedem Tod gegen den Endboss müssen wir uns hier wieder durch die ganzen Gegner durchmorden. Und halt hier nochmal komplett hochlaufen, um uns mit dem Endboss anzulegen. Welcher ja hier lang ist halt. Ich merke gerade, ich habe nicht mal mein Zweitleben an. Das ist nicht so toll. Das werden wir jetzt aber mal ändern. Denn für den Endboss möchte ich das auf jeden Fall haben. Ich werde hier den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier, wenn es ums Finale geht von Let's Play Demon's Souls. Ja, Leute, wir haben es fast geschafft. Vieles nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao, Leute. Euer Tridi.